Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Session Champions of Regnum. Dieses Mal läuft alles ein bisschen anders ab. Ich werde einen Heiler spielen, also einen Beschwörer, und werde euch helfen und anderen helfen. Und ja, das heißt, ich kann euch Items schenken, ich kann euch heilen, ich kann euch buffen und so weiter. Und ihr seid ja der Killed und sozusagen. Ja, andere Sachen macht. Und ja, wie ihr seht, hat jetzt Alcius XP und Gold Bonus bekommen. Aber da Alcius ich leider nicht mehr so gut finde und ich finde ich Ignis auch nicht sehr gut finde, gehe ich zurück nach Syrtis, da es mir einfach am besten hier gefällt. Hier sind auch am meisten Spiele. Es ist nicht so langweilig. Und die Gegner sind ein bisschen anfängerfreundlich und so. Das mag ich lieber. So, wir mal schauen. Kraft, Verfassung, Konzentration, Intelligenz, Geschicklichkeit. Wir brauchen Intelligenz als Heiler. Leider gibt es nicht optimale Klassen hier. Wir schauen mal kurz rüber zu Alcius. Was hat's denn hier? Naja, da ist ja auch nichts. Was haben wir in Ignis? Hier haben wir 25, 20, 20. Also haben wir überall nicht die Dinge. Aber wir nehmen wahrscheinlich Verfassung. Das ist eigentlich besser als Beschwerer. Da frage ich mich wirklich. Also hier haben wir am meisten Verfassung. Hier haben wir 25, hier haben wir 20 nur, hier haben wir 27. Also wenn wir den Waldelf machen, dann machen wir auf Intelligenz, sonst, ich weiß es nicht, 20 ist ein bisschen zu wenig. Naja, Verfassung ist sowieso was für Weicheier. Nehmen den Waldelf und soll ich eine Frau nehmen? Ich nehme eine Frau. Oder? Wäre doch mal eine Abwechslung. So, was nehmen wir hier für Augenfarbe? Etwas Schönes. Die Grünen. Ja. Die Grünen sehen ein bisschen komisch aus. Wir nehmen die Blauen. Die Türkisen. Hier nehmen wir. So. Hautfarbe können wir noch ein bisschen rosa machen. So. Und die Größe. Klein. wir nehmen Mittel. So, wie wollen wir uns nennen? Wir nennen uns irgendwie Heiler in Monika. So. Hier haben wir Intelligenz. Aha, die Frauen haben andere Werte als die Männer. Aha. Okay, dann ist ja gut.
So. Okay. Die Heilerin Monika macht sich also auf den Weg in das schöne Reich der Sitten. Okay. Also, beginnen wir. Wenn es mal ein bisschen laden würde. Komm schon, hopp. Also, ihr dürft natürlich sehr gerne mitmachen. Ihr könnt euch mich in-game anschreiben. Ich bin meistens am Abend online und ja. Sonst fragt ihr kurz über YouTube mich oder fügt mich bei Skype hinzu oder ja, bei Steam könnt ihr mich auch hinzufügen oder Facebook. Und ja, bekannt geben, wann ihr online sind und so. Und dann könnt ihr mir eine Freundesanfrage schicken. Und ja. Okay. Oh, das fühlt sich so extrem leicht an. Das fühlt sich gar nicht mehr so schwer wie beim Zwergen an. Okay. Also. Hier einfach Freunde, den Namen eingeben. Heilerin Monika. Und dann hinzufügen. Dann habt ihr mich hier in der Liste, dann könnt ihr doppelklicken. Oder rechtsklicken und dann. Nein, ich glaube doppelklicken, dann kommt hier unten ein Fenster auf, das meinen Namen trägt und dann könnt ihr hier reinschreiben. So einfach ist es. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ja, dabei seid. Müsst jetzt nicht jedes Mal dabei sein und ja, wann ihr wollt. Ich helfe euch natürlich, wie gesagt. Und ja. Bin mal gespannt. Was sich daraus entwickelt. Ob es besser ankommt. Oder nicht. Und jetzt? Hallo? Die hat eine extreme Geschwindigkeit. Oder kommt mir das nur vor, weil ich andere Spiele jetzt momentan gezockt habe? So. Okay, das haben wir auch. Yay, yeah, und ein Level Up. Sehr schön. Okay. Jetzt müssen wir 5 Wolfjungen töten. Easy. Die schwingen den Stab extrem schnell. Braucht nur lang, zum wieder bereit zu sein. Richtig genial. Oh, noch ein Gestein. Ich sag's ja, hier sind so viele Gesteine immer unterwegs. Ist doch viel besser hier in Zürich. Ist da alles sehr schön warm. Und ja. Wieso bekomme ich keine Nachrichten? Komisch. Ja, hier ist alles sehr gemäßigt. Gefällt mir sehr. Ihr könnt einfach einen neuen Account machen, wenn ihr ja, in einem anderen Reich seid oder so. Ich kann euch schnell hochleveln, ich kann euch mit Items beschenken. Das ist alles ganz easy. Ja. Was schreiben die für Schrott? Okay, wir werden hier uns mal den Altar mit dem Altar verbinden. So. Gut.
gut, diese Quest haben wir auch erledigt. Jetzt können wir hier eine neue annehmen. So. Und was hast du hier so für mich? Also, am Anfang nehme ich eigentlich immer Feuerbeherrschung, also Stabbeherrschung. Weil das einfach am stärksten ist am Anfang. Und dann messe ich so ab Level 10 auf Feuerball, zeigst so magische Angriffe. So können wir uns das leisten. 200. Okay, Stab des Blitzes ist sich stark. Der ist aber 7 bis 10. Ah, ja, toll. Stimmt. Können wir uns nicht leisten. Bei dir gibt es nur Sachen für den Bogenschützen. Okay. Ja, da gehen wir wieder zurück. Und wir müssen hier die Kiste öffnen. So. Gut. Haben wir das auch. Und wir können die nächste Quest annehmen. So. Tötet eine einfache Übungspuppe. Aha, ja. Jetzt kommt diese Quest. Relativ einfach. Einfach nur warten, bis wir die Übungspuppen zerstören. Jetzt können wir mal ein bisschen buffen. Diese schneller. So. Ja, genau. Schlag die zu Brei. Ja, die geht schon länger. Mal ein bisschen nachhelfen. Und dieser Fluch. Ja, der ist jetzt nicht vonnöten. Das Gesicht sieht so pussyhaft aus. Die scheint noch ein bisschen zu zäh zu sein. Ich habe halt nicht gelevelt jetzt. Ja, nach einiger Zeit wird sie dann schon down sein. Leider geht unser Mana bald aus. So, wir haben es geschafft. Gut, nächste Quest bitte. Okay. Und du da? Ah, du hast jetzt diese Quest hier. Okay, mit der warten wir noch. Wir müssen hier irgendwo Pilze suchen. Da sind sie ja schon. Okay.